Hallo und herzlich willkommen zum neuen Karnikult-Video. Heute geht es darum, was du bei der ersten Läufigkeit deiner Hündin beachten solltest. Bleib dran! Heute habe ich hier meine persönliche Expertin, die Cordula, an meiner Seite. Die hat Ahnung von Hündinnen, die hatte schon mehrere, die hat gezüchtet, die kennt sich mit dem Thema Läufigkeit aus. Die Alba ist meine erste Hündin, ansonsten hatte ich immer nur Rüden. Deshalb stelle ich jetzt für euch die nötigen Fragen und für mich natürlich auch, damit wir jetzt alle etwas schlauer werden, wie man eine Läufigkeit erkennt und so weiter und so fort. Also, wie geht das Ganze denn los? Naja, es gibt vorher schon einige Anzeichen, woran man erkennt, dass die Hündin läufig wird. Sie hat mehr Interesse an den Urinstellen von anderen Hunden. Sie ist ein bisschen durch den Wind, sie markiert öfter, also setzt häufiger Urin ab, putzt sich vermehrt an der Vulva. Und auch im Verhalten gibt es so einige Andeutungen, die darauf oder Symptome, die darauf hindeuten können, dass die Hündin bald läufig wird. Sie ist eventuell aggressiver gegenüber anderen Hunden, so ein bisschen krabitzbürstig, wenn die ihr zu nahe kommen. Aber gut, in der Pubertät konnten wir das auch nicht eindeutig zuordnen, woran das jetzt lag. Weil die kleine Alba ist ja ein bisschen früh, ne? Ja, wann ist das denn normalerweise der Fall, dass die Hündin so läufig wird? 8 Monate ist natürlich schon was früh, glaube ich. Ja, es kommt auf die Rasse an, es kommt darauf an, wie groß der Hund ist. Sehr kleine Rassen können schon mit einem halben Jahr läufig werden, damit geschlechtsreif. Bei mittelgroßen Hunden so ganz außer der Zeit sind wir nicht. Da sagt man so zwischen dem achten und 12. Lebensmonat. Ich hatte bei meinen Hoverwart-Hündinnen da immer länger drauf gewartet, teilweise 9 bis 12 Monate. Alba war jetzt gute 8 Monate. Ja. Das kann man nicht beeinflussen, also das ist unterschiedlich. Aber Nein. Du warst ja ganz schön geschockt, das auch noch im Urlaub, ne? Ja, hätte nicht besser sein können, ne? Die Rüden kriegten plötzlich Interesse und die erste Blutung überraschte uns in der Ferienwohnung. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, muss man die jetzt schon trennen? Ab wann wird's denn wirklich ernst? Und ab wann wird's denn ernst? Ja, die Literatur sagt so zwischen dem 10. und 12. Läufigkeitstag wäre der Deckzeitpunkt, wo die Hündin dann sich belegen ließe. Also das Ganze fängt an mit einer Blutung, die kann unterschiedlich stark sein, die kann auch von Läufigkeit zu Läufigkeit variieren. Bei meinen Hoverwart-Damen, wie gesagt, war das nicht so stark, bei Alba war es schon eine stärkere Blutung. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie kurzhaarrund ist. Das heißt, das Ganze sich nicht in irgendwelchen Fellen der Hose hängen bleibt. Es fängt mit einem dunklen Ton an und wird über die Tage immer heller. Und wenn dann der optimale Deckzeitpunkt ist, den ja potenzielle Züchter eigentlich so heiß ersehen und dringend erwarten, dass sie dann zum Rüden fahren können und nicht vorher schon umsonst sehr viel Versuche machen, was auch sehr frustrierend ist, auch für den Rüden sehr anstrengend, spricht man so zwischen dem 9. und 14. Tag. Man merkt es daran, die Blutung wird heller, sie stoppt nahezu. Die Vulva wird auch wieder kleiner, die vorher sehr geschwollen war. Und dieser fleischfarbene Ausfluss deutet dann schon darauf hin, dass die Hündin deckungsbereit ist. Und beim leichten Krabbeln über die Kruppe, über den Rutenansatz, hebt sie dann die Rute zur Seite im optimalen Fall. Und die Vulva geht mit dann nach oben, um der Gliedbewegung des Rüden entgegenzukommen. Aber wie gesagt, dieses Rutenspiel ist unterschiedlich. Hündinnen sind da nicht eindeutig. Wenn man das professionell macht und ganz genau wissen will, müsste man dann einen Progesterontest bei einem Tierarzt machen lassen. Mhm. Aber bei einer ersten Läufigkeit kommt doch niemals ein Decken in Frage. Oh, das würde ich nicht sagen. Also die Natur sucht sich immer ihren Weg. Der Hund ist da, um seine Rasse, um sein Sein zu erhalten. Und da würde ich nicht blauäugig da reingehen und sagen, ach, geht schon, das ist ja noch ein Baby, die kann eh nicht. Ja, so habe ich es auch nicht gemeint, aber sie wäre ja dann damit total überfordert, würde sie tatsächlich Welpen bekommen. Das mag sein, aber die Natur nimmt darauf keine Rücksicht. Also immer aufpassen.
Was macht man denn am besten, wenn man eine läufige Hündin hat? Muss man die zu Hause lassen oder kann man auch mit der spazieren gehen? Natürlich kannst du mit der Hündin spazieren gehen, aber ich würde dir nicht empfehlen, sie von der Leine zu lassen. Auch um Ärger mit anderen Besitzern, Rüdenbesitzern auszuweichen. Du kannst nie wissen, was da passiert. Es gibt auch Rüden, wenn die nicht erfahrene Deckrüden sind, dann versuchen die das immer, weil sie ja nicht wissen, wann es optimal ist. Ein erfahrener Deckrüde würde sich vorher gar nicht anstellen, da irgendwelche Avancen zu machen. Der macht das erst dann, wenn es auch knallt, auf Deutsch gesagt. Aber du siehst ja selbst, wir haben einen intakten Rüden mit Athos. Cielo ist leider kastriert, das musste ich tun, weil er extreme Prostataprobleme ab dem 9. Lebensjahr bekam. Aber auch der, jetzt war er auch nicht erfahren im Decken, aber auch der ist ganz jeck. Also kein Vergleich zu Athos, aber der versucht's jetzt immer wieder. Es ist sehr interessant zu sehen, dass die durchaus, weil sie haben es ja 8 Jahre so in ihrem Zyklus gehabt, in ihrem Leben, das nicht vergessen. Von daher, ein kastrierter Rüde ist alles in Ordnung. Würde ich auch nicht so unbedingt dran glauben. Ne? Mhm. Aber manchmal habe ich schon mal gehört, auch von Kunden letztens noch erzählt bekommen, dass die eine läufige Hündin hatten und der kastrierte Rüde und die haben die einfach decken lassen. Also von dem kastrierten Rüden, so nach dem Motto, kann ja nichts passieren. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so das Gelbe vom Ei, oder? Also weiß ich nicht, entspricht ja auch nicht der Natur irgendwie. Das machen die ja zur Erhaltung ihrer Art. Und ob ich jetzt gerade eine Hündin damit belasten würde, du hast ja auch immer Infektionsgefahren dabei, du hast Verletzungsgefahren. Stell mal vor, die Hündin kriegt Panik und läuft weg, weil du sie einfach so miteinander lässt. Was man auch nie tun sollte, wenn es dann mal aus Versehen passiert, die dann auseinanderreißen, kriegen Besitzer meistens Panik, versuchen dann noch was auseinanderzureißen. Und dann gibt's also ganz arge, böse Verletzungen, sowie nicht nur bei der Hündin, auch beim Rüden. Also das bloß nicht machen. Ich würde das nicht machen. Wir hatten jetzt nicht die Möglichkeit, ich würde die Hunde trennen. Spätestens so ab dem, ja, vielleicht schon 8. Tag, weil du ja nie dir genau sicher sein kannst. Wenn du instinktsichere Hunde hast, siehst du es an deren Verhalten. Aber das Beste ist, sie zu trennen. Bei uns war es jetzt nicht möglich. Aber du hast selber gesehen, wie Athos gelitten hat. Der hat nicht gefressen. Ja. Der hat gejault. Der hat dich nachts da beschmust und, sei du mein Partner. Das ist auch für den Rüden nicht schön. Man muss auch mal an den Jungen denken im Haushalt. Der hat enormen Stress damit. Ja, das hat er auf jeden Fall gehabt. Und du auch. Und ich auch, natürlich, weil man leidet ja mit. Vor allem Männer. Oder? Ja, ja, das ist wohl so. Männer leiden anders. Nein, aber auf jeden Fall alles weitermachen mit der Hündin so wie gehabt, aber nicht von der Leine lassen, kann immer mal was passieren. Sie gut beobachten, ob das alles in Ordnung ist, auch mal schauen, wie sieht's denn da hinten so an der Vulva aus, läuft das alles optimal und der Natur seinen Lauf lassen. Wer das nicht möchte, dass halt hier und da Blutstropfen sind. Es gibt Hündin, die sind reinlicher, andere, die sind da etwas legerer, so Urviecher. Der sollte sich überlegen, ob er eine Hündin haben will, sage ich ganz ehrlich, weil ich kann es nicht ab, wenn ich dann höre, das ist mir zu fies, ich habe kleine Kinder oder das ist unreinlich, die Hündin wird kastriert. Das ist ein Irrglaube, dann müsste man das vor der ersten Läufigkeit schon machen, um irgendwelchen Krebsrisiken. Na, das geht aber gar nicht. Das geht gar nicht. Ja. Frühkastration ist ein echt großes Problem, weil der Hund dann nie erwachsen wird. Also das ist absolut keine Lösung. Kommt nicht in Frage, wenn überhaupt Kastration. Wir haben da übrigens noch ein Video zu, das könnt ihr euch dann gerne nochmal angucken. Ich verlinke euch das mal, aber dann frühestens nach der 3. Läufigkeit. Ja, der Hund muss vom Kopf her fertig sein. Ich, um Gottes Willen, das war jetzt kein Plädoyer für Frühkastration, nur es heißt ja immer, ich lasse meine Hunde kastrieren, dann kriegt die keine Mamatumore am Gesäuge. Das ist auch ein Irrglaube. Dann müsstest du es machen vor der ersten Läufigkeit. Das heißt, jetzt wäre es schon zu spät und es ist sowieso wissenschaftlich nicht eindeutig belegt. Und kastriere ich zu früh, habe ich immer so ein Papi im Kindchenschema. Das tue ich, da tue ich dem Hund keinen Gefallen mit. Der ist immer so ein Kastrat, nicht ausgewachsen und auch nicht Baby. Für sich jetzt, für die anderen aber schon. Ich bin bei Kastration ganz eindeutig. Für mich ist das Verstümmelung von gesunden Organen. Wenn es keine medizinische Indikation gibt, wird ein Tier nicht kastriert.
Das ist mein Standpunkt. Ja, da sind wir uns einig, aber natürlich wird der eine oder andere das anders sehen. Das könnt ihr gerne in unseren Kommentaren mal diskutieren. Also lasst uns euch unsere Kommentare nutzen dafür, dass ihr eure Meinung da reinschreibt und wir so ein bisschen diskutieren können. Wann ist das denn zu Ende mit der Läufigkeit? Wie lange dauert das überhaupt? Naja, wenn du davon ausgehst, dass so 10., 14. Tag literaturmäßig der optimale Deckzeitpunkt ist, dann lässt du noch eine Woche danach verstreichen. Die Blutung wird dann auch wieder unterschiedlich sein. Es kann auch sein, dass sie wieder dunkler wird. Die stoppt aber auch nicht mit einem Deckakt oder mit dieser Standhitze der sogenannten. Würde ich noch eine Woche ins Land gehen lassen. Und also ich würde immer 3 Wochen zählen. So 21 Tage, kommt aber auch auf die Hündin an, aufs Verhalten. So lange würde ich wirklich auf das Tier aufpassen, weil die sich in ihrem Wesen, Charakter, in ihrem Verhalten wirklich sehr ändern kann in der Zeit. Ja, wie ist denn die Wahrscheinlichkeit oder wodurch passiert es denn, dass eine Hündin danach in so eine Scheinträchtigkeit kommt? Also wie gesagt, ich bin ja kein Tierarzt. Ich hatte da auch öfter Probleme mit scheinträchtigen Hündinnen. Es ist nicht ganz belegt. Man sagt ja so, das wären in der Natur die rangniederen Hündinnen, denen das passiert, weil das Alpha-Tier ja weitergeht auf die Jagd, die Alpha-Wölfin, und macht ihr Ding. Und die niederen Wölfinnen würden dann Ammenaufzucht betreiben, haben ja dann Milch durch die Scheintracht und haben dadurch immer was bereit und würden dann, also im Prinzip, wenn sie dann die Schwächeren sind, die Welpen aufziehen. Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe sehr oft von anderen gehört. Ich hatte auch damit meine Schwierigkeiten. Ob du dir da überhaupt ganz sicher sein kannst, dass die Hündin nicht in eine Scheinträchtigkeit kommt, bin ich mir nicht sicher. Bitte wirklich in dem Fall einen Tierarzt fragen, am besten einen mit Spezialisierung auf Gynäkologie. Was auf jeden Fall hilft, ist nach der Läufigkeit, och du Arme hier, Pipi, sowas lassen, sofort mit dem Tier aktiv sein. Spaziergänge, Fahrradfahren, arbeiten, was wir mit Alba auch wieder loslegen werden danach. Man kann das auch durch die Läufigkeit tun. Bei uns waren es jetzt andere Gründe, warum wir es ausgesetzt haben, sonst hätten wir auch jetzt durchgearbeitet. Bloß nicht jetzt in Watte packen danach. Beobachtet ab und an mal die Vulva. Guckt euch die Milchleiste an, aber auch da nicht rumfummeln und dran rumpulen, das fördert eventuell auch den Milchfluss, dass in der Hündin was anders abläuft. Ganz normal weitermachen. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Wir machen alle ganz normal weiter. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare aufschreiben. Wir bemühen uns, die immer zu beantworten. Das war's dann für heute. Am nächsten Donnerstag sehen wir uns wieder mit einem neuen Video. Vielleicht ist die Alba dann auch wieder fit. Die hat leider nicht nur die Läufigkeit, sondern die hat auch Probleme mit dem Wachstum. Die hat ziemliche Schmerzen. Wenn ihr möchtet, dass wir dazu auch noch mal ein kleines Video machen, dann könnt ihr gerne auch das in die Kommentare schreiben. Ansonsten alles Gute für dich und deinen Hund. Kani kultiviere dich!